Frankfurt in den schwarzen Jerseys. Und Dr. Riem Hussein gibt dieses Spiel frei. Aus dem Fuß. So, und Sarah Freutel sehen wir da zum ersten Mal im Antritt, im Laufduell. Und er kommt schwierig, nicht ganz einfach. Für Sina Johannes. Auch was Thomas Gerstner da heute setzt. Oh, das ist ein guter Abschluss. Und er hätte gepasst. Laura Freigang. Bei der Hereingabe von Verena Henschow. Nee, sie macht's mit dem kurzen Ball. Und der Kopfball, der kommt, aber wird nicht gefährlich für alte Bekannte, die sich da wieder treffen, die schon einige Male gegeneinander gecoacht haben. So, dann gibt's das Foul. Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter für Frankfurt. Achte Spielminute bei diesem Zweikampf. Sofort der Pfiff. Einen hat sie verwandelt, einen hat sie verschossen. Was passiert mit Nummer 3? Laura Freigang gegen Anna Mahmutovic. Freigang. Oh, die hat die Ecke, aber der Treffer für die Eintracht. Trotzdem die Führung. Neunte Minute. Freigang. Perfekt geschossen, perfekt platziert neben den Pfosten. Im Team von Nico Arnautis, gut zu erkennen an den rosafarbenen Fußballschuhen. Oh, unterschätzt diesen Flankenball von Yvonne Zielinski. Und kleine Unkonzentriertheiten, klar, man ist aus dem Mannschafts-, aus dem Liga-Rhythmus so ein bisschen raus gewesen durch die zwei Absagen, die es gegeben hat. So Spielpraxis, gemeinsame. Das könnte unter Umständen noch zum Faktor werden in dieser Begegnung. Robustes Einsteigen, ja. Und nur um die geht's. Übrigens auch für die Eintracht aus Frankfurt. Dann übernächste Woche gegen die TSG Hoffenheim. Jetzt aber die Möglichkeit. Laufduell gewonnen von. Sonst wird es eng. Könnt ihr mir vorstellen, dass Thomas Gerstner da eventuell in Kürze reagieren könnte. Wegen Gelb-Rot-Gefahr. Ilic. Gefährlich. Gefährlich, Alva Kamps. Harter Einsatz. Und das ist die Karte mit den ersten Minuten Bundesliga-Luft hier in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena. In der Schlussphase feiert sich. Und da ist sie gleich. Erster Ballkontakt. Und das Tor aber zählt nicht. Zählt nicht. Abseits. Boah. Was wäre das für ein Einstand gewesen? Was wäre das für ein Einstand gewesen? Aus, vorbei, die Eintracht aus Frankfurt. Sie müht sich. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.